Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, naja, Let's Test oder eine kleine Testrunde von Overwatch. Wir sehen es ja schon. Ach so, ist die Beta? Gut, ja, halt Overwatch. Und es ist Beta-Test für bis zum 9. oder so. Ja, bis zum 9., 4., 5. Und ja, wir sehen es ja auch, ich kann es kaufen. Ich habe es mir noch nicht gekauft, ich habe es mir auch nicht vorbestellt, weil es im Moment einfach ein bisschen zu teuer ist, weil ich halt auch das Geld nicht habe und ich werde es wahrscheinlich auch nicht so viel spielen, da ich, naja, ich, nee, also MOBAs, ich glaube, ich will jetzt gar nichts so groß falsch erzählen, aber ich glaube, es ist ein bisschen ein MOBA. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz cool, aber es ist nicht das, was ich so gerne viel spiele. Deswegen denke ich, werde ich mir zumindest nicht für den Vollpreis holen. Ich habe noch nichts weiter gemacht, nur kurz reingeguckt, da kam das Intro. Den kannte ich aber schon, weil ich den bei YouTube schon gesehen habe, dieser Trailer mit dem Affen, der da irgendwas macht. Und ein bisschen in den Optionen geguckt, aber da war halt eigentlich nicht viel zum Einstellen. Das Training habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich jetzt glatt mal machen. Allein die Grundlagen von Overwatch. Das ist bestimmt, wie man läuft oder so. Diese ganz einfachen Sachen. Dieses Tutorial dient zur kurzen Einführung in die Grundlagen von Overwatch. Okay. Und bis jetzt kenne ich eigentlich auch nur wirklich ein paar Videos bei YouTube. Meistens habe ich mir aber. Guten Tag, Soldier 76. Ich bin Athena. Ich werde Sie durch das Overwatch-Trainingsprogramm führen. Okay. So, wo steckt sie nur? Wartet auf mich! Fangen wir an. Bitte Oh. behalten Sie mit Ihrer Steuerung Tracer im Blick, während sie den Raum durchquert. Oh, echt jetzt? Hier drüben! Großartig. Behalten Sie Tracer nun im Blick, während sie zur Mitte des Raumes läuft. Ich meine, das ist nicht schlecht gemacht, so, aber. Fangen wir mit den grundlegenden Bewegungen an. Sie können sich vor- und rückwärts bewegen, ohne Ja, den Blickwinkel ich zu weiß, ändern. dass. Ich. Auch Bewegungen nach rechts und links sind möglich. Im Ernst, wer braucht sowas Sie heute sollen noch? es Das nie ist seit riskieren. 10 Jahren dieselbe Steuerung in Ego-Shootern und fast allen anderen Spielen. Wozu? Folgen Sie Tracer auf Ihrem Weg durch den Hangar. Ich meine, wenn sie irgendwelche speziellen oder schwierigen Spielelemente einbauen, das könnte man machen. Aber Folgen Sie sowas, weiter Tracer. wie ASD, Leertaste zum Springen, Shift zum Folgen Sie Rennen, Tracer weiterhin. Steuerung oder C zum Ducken, Maus zum Ausgezeichnet. Umgucken. Springen Sie auf den Vorsprung und treten Sie durch die Schleuse. Das ist immer so. Ich verstehe es nicht. Sie befinden sich jetzt in Schießstand. Und dann hat man aber so Man Spiele kann wie Ihre Dark Waffen Souls, wo gar verstärken. nichts erklärt wird, wo man überhaupt nicht weiß, was man machen soll und einfach nur an jeder Ecke stirbt. Finde ich auch nicht schlecht, aber. Beginnen wir mit den Kampfgrundlagen. Drücken Sie die Der linke Maus jetzt Default im wird bei Schießen. Ihnen unten links angezeigt. Das sind Sie, Soldier 76. Daneben sehen Sie Ihre aktuellen Trefferpunkte. Fallen diese auf Null, sterben Sie. Ihr schweres Impulsgewehr ist Ihre Primärwaffe. Sehen wir mal, worauf wir Sie schießen lassen können. Na, auf alles. Sie zielen mit dem Fadenkreuz in der Mitte Ihres Bildschirms. Bewegen Sie es über den Trainingsbot und feuern Sie dann. Geht gar nicht kaputt. Gute Arbeit. Sie Oh. können einem nahen Ziel auch mit einem Nahkampfangriff zusetzen. Schließen Sie zum Trainingsbot auf und wählen Sie einen Nahkampfangriff aus. Ihre Gegner im Feld könnten etwas schwerer zu treffen sein als dieser. Ich fordere für Sie ein paar Gegner an, die eine größere Herausforderung darstellen dürften. Ihr Weil sie Umgang sich mit der bewegen. Waffe ist hervorragend. Gegner wie zum Beispiel diese Trainingsbots werden mit einer roten Umrandung dargestellt. Sobald Gegner Schaden erleiden, werden über ihrem Kopf ihre Trefferpunkte eingeblendet. Ein Bot steht noch. Ja, Die ich krieg. meisten Waffen verfügen nur über begrenzte Munition und müssen nachgeladen werden. Ausgezeichnet. Nun kennen Sie die Grundfunktion Ihrer Waffe. Moment, ich muss mal ganz Als kurz. nächstes sehen wir uns Ihre Fähigkeiten an.
das ein bisschen höher stellen. Bitte bewegen Sie sich zum markierten Bereich in der Mitte des Raums. Zusätzlich zu Sprint können ein bisschen schnell sein. Mit dem biotischen Feld selbst heilen. Was für ein biotisches? Für diese Demonstration muss ich Ihnen eine leichte Wunde zufügen. Nein! Leichte Wunde, hallo. Solange Sie sich im leuchtenden Bereich aufhalten, werden Sie geheilt. Die Fähigkeit kann allerdings erst nach einer kurzen Wartezeit erneut eingesetzt werden. Ja, diese Abklingzeit wird auf dem Fähigkeitssymbol angezeigt. Ihr Gewehr ist auch mit Helix-Raketen ausgestattet. Raketen. Sie können eine Raketensalve in Zielrichtung abfeuern. Wenn die Raketen explodieren, fügen Sie auch umstehenden Gegnern Schaden zu. Probieren Sie es bei den Zielen aus. Oh, schön. Kommen wir schließlich zum taktischen Visier, Ihrer ultimativen Fähigkeit. Diese mächtigen Fähigkeiten können den Verlauf eines Spiels ändern. Vor Ihrem Einsatz müssen Sie jedoch vollständig aufgeladen werden. Ihr aktueller Ladestand wird hier am unteren Bildschirmrand angezeigt. Fügen Sie den Trainingsbots Schaden zu, um Ihr taktisches Visier aufzuladen. Ich habe mich schon gefragt, ob das jetzt wirklich nur über die Zeit ist. Ich meine, müsste man ja echt lange warten. Ach so. Es wird aufgeladen, wenn man Schaden verursacht. Ne, ist nicht schlecht. Ach so. Sobald der Ultimeter 100% erreicht, kann das taktische Visier aktiviert werden. Die ultimative Fähigkeit ist zu 50% aufgeladen. Taktisches Visier ist aufgeladen. Ah, mit Q. Das taktische Visier optimiert Ihre Zielfindung, sodass Ihre Schüsse nie das Ziel verfehlen. Moment, ich muss doch nochmal ein klein wenig. Ich gehe mal auf 30 runter. Ich hab dich im Visier. Das ist ja cheaten. Ziele zerstört. Gute Arbeit, Soldier 76. In der letzten Phase des Trainingsprogramms werden Sie einen Zielpunkt einnehmen. Der aktuelle Zielpunkt wird durch die Richtungsmarkierung A hervorgehoben. Ah. Der Zielpunkt ist mit einer hellen Markierung am Boden gekennzeichnet. Oh, die gehen kaputt. Bewegen Sie sich in den Bereich, um ihn einzunehmen. Aber es explodiert nicht, schade. Und zum Sprinten hat sie gar nicht gesagt. Wenn Sie sich in dem Bereich aufhalten, erobern Sie ihn nach und nach. Ihr aktueller Fortschritt wird hier auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn sich gleichzeitig Gegner im Bereich aufhalten, wird die Einnahme unterbrochen. Sie haben den Zielpunkt erfolgreich eingenommen. Yay, ich hab's geschafft. Sie können nun das Tutorial wiederholen, ein Trainingsmatch gegen die KI starten oder gegen andere Spieler antreten. Naja, ich würde eigentlich gerne das andere mir noch angucken. Abgeschlossen. Ja, ich schaue im Trainingsbereich vorbei und probiere die Waffen und Fähigkeiten der Helden aus, bevor du sie im ein Match spielst. Achso, da könnte ich also dann... Starte Training. Ach, der macht gleich das nächste weiter. Okay. Im Trainingsbereich kannst du nach herzenslos mit den Waffen und Fähigkeiten irgendwas. Willkommen im Trainingsbereich, Soldier 76. Hier können Sie Ihre Waffen und Fähigkeiten ausprobieren. Na ja, die habe ich ja jetzt schon von dem ausprobiert. Im Trainingsbereich können Sie den Helden hier wechseln. Ah. Auf anderen versuchen wir unser Glück mit einem anderen Helden. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Wählen Sie aus der Liste unten einen anderen Helden. Ja, also kann man hier auch die ganzen Helden erstmal testen, die man so hat. Wenn Sie einen Helden ausgewählt haben, können Sie auf die Informationstaste drücken. Und wenn Sie bereit sind, schließen Sie bitte dieses Fenster, um fortzufahren. Ja. Ich wollte ja eigentlich nur... Bestätigen Sie jetzt Ihre Wahl, um zum ausgewählten Helden zu wechseln. Nein, ich wollte nur mal schnell durchgucken. Das sind... Ach, offensiv. Also die Damage-Dealer, würde ich mal jetzt so behaupten. Das dauert irgendwie ein bisschen, bis er die geladen hat. Hier haben wir die Tanks. Vogel. Oh, die ist da aber ein bisschen... Aber ihn würde ich ja jetzt als Fernkämpfer darstellen. Sehen. Sie ihre Wahl, um fortzufahren. Genau wie sie. Ach nee, Moment, hä? Defensiv. Ach so. Bestätigen Sie Ihre Wahl, um fortzufahren. Ach, dann sind das. Nö, ich habe keine Ahnung. Das hier sind auf jeden Fall die Tanks. So wie es gerade da stand. Hier ist wieder der Affe. Um und hier haben wir Heiler.
Unterstützer. Wäre wahrscheinlich eher was für mich. Ich bin ja eigentlich immer ganz gerne Supporter. Aber ich würde... Da könnten wir eigentlich... Eigentlich müsste ich dann mal eine andere Klasse probieren. Und dann nehmen wir doch gleich mal die. Sobald Sie einen Helden ausgewählt haben, können Sie sich seine Details jederzeit ansehen. Juch. Der Trainingsbereich steht Ihnen jetzt offen. Sie können gern immer wieder hierher zurückkehren, um verschiedene Helden auszuprobieren oder ihre Fähigkeiten zu trainieren. Ja. So, Infrasicht. Deckt die Position von Gegnern für das Team aus. Och ja, Mann. Jederzeit verlassen. Spinnenfaden. Schieß einen Greifhaken ab, mit dem Vorsprünge erklommen werden können. Aha, mit L. Oh, das müssen wir umlegen. Da komme ich jetzt so schnell nicht hin. Achso, linke Maus. Oh, ich bin blöd. Giftmine. Schießt eine Giftfalle ab. Ja, Witwenkuss, automatischer Sturmmodus. Scharfschützenmodus gedrückt halten. Hä? Ah, gut, probieren wir mal aus. Ach so, nee, mit. Also statt rennen, macht die das. Oh, da komme ich nicht hoch. Schade. Das ist halt normal schießen so. Aber ist halt. Ah! Also so. Aus der Hüfte ist normal ballern. Oh, cool. Kann man abschießen. Oh, der hing da ein bisschen rum. Und so kann ich rumsnipern. So, das haben sie mir. Aber die. Achso, das ist die ultimative Fähigkeit. Deck die Position von Gegnern für dein Team auf. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man gerade irgendwo ist oder nicht weiß, wo sind die Gegner. Also ich will immer rennen, aber die macht das ja so. Verbündetenbot. Achso, die könnte ich dann heilen, wenn ich einen Heiler spiele. Moment, ich muss mal... Achso, hätte ich wahrscheinlich gar nicht so nah rangemusst. Ausgelöst. Hat das wehgetan? Vor mir kann sich niemand verstecken. Ja. Ah, jetzt sehe ich sie überall quasi Wallhack. Und was hat man noch? Oh, ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht Gegner ran. Kann ich. Na, ranziehen. Zielperson ausgeschaltet. Doppelkill. Oh, sowas gibt's auch? Wie cool. Na, muss ich mal warten, bis alle da sind. Vielleicht kriege ich einen Triple Kill hin. Oh, cool. Bien reçu. Verstanden. Kann ich, nee, da kann ich nicht drauf. Okay. Dann... Ach so, da muss ich zurück. Dann will ich doch mal einen Heiler ausprobieren. Oh ja, nimm mal sie. Die finde ich schick. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Ups. Erstmal gucken, was haben wir denn hier? Photonschild. Vielleicht einem Verbündeten ein Schild. Selbstschutz. Schussanlage. Platziert ein kleines. Oh, das finde ich natürlich auch immer sehr cool, solche Sachen. Solche Selbstschutzanlagen. Photonprojektor. Strahlenwaffe mit großer Reichweite. Aber steigender Intensität. Gedrückt halt. Achso, loslassen wir eine. Und Teleporter ist die ultimative Krieg. Mit dem Stadtbereich verbindet. Ah. Also könnte ich dann. Woran sehe ich, wie stark das wird? Oder ob es stärker wird? Ach so, das ist Nahkampf. Deine Wahrnehmung ist deine Schwäche. Okay, ich habe vergessen, dass ich das mit rechts mache. Was hat man gesagt? Das war... Achso, Verbündete. Hä? Hä? Ach, das ist der Schild. Hallo, anbringen? Hä, linke Maus hast du? Hä? Okay, jetzt hat er ein Schild bekommen. Kann ich den heilen? Nö, sieht nicht so aus. Kuh.
Achso, das war der Teleporter. Aufstellen. Teleporter online. Und der bleibt jetzt? Das wird unsere Effizienz steigern. Achso, das ist, um hier rauszukommen wieder. Okay. Aber es war ein Shift. Anbringen. Ach, das ist... Oh. Ich müsste mir das auch merken, was ich da eigentlich für Fähigkeiten habe. Moment. Photonschild, Selbstschutzanlage, Photonprojektor. Achso, mit E kann ich Verbündeten ein Schild geben. Okay. Geht aber gerade irgendwie nicht. Hm. Hat vielleicht noch ein Schild. Ach hier, ach so, deswegen. Ich werde dich schützen. Oh, der geht. Der geht vorbei. Ja, schade. Hm. Der ist wohl zu weit weg. Oh, der trifft mich sogar. Hm, ist doch fast ein bisschen langweilig. Schild aktiviert. Aber meine ultimative Fähigkeit lädt sich. Ach so, weil das Ding noch aktiv ist. Na gut. Ach. Ist ein bisschen blöd, dass ich hier nicht sprinten kann mit ihr. Huch. Ah, cool. Hab Dank. Ich kann natürlich hier mal reingucken. Soundbarriere. Ach, der. Oh. Erzeugt kurzzeitig Schilde für Verbündete. Na gut. Nee, das probieren wir alles dann später aus. Match verlassen. Ja.